erst einmal lauter machen. Und weiterspielen. Und da, das Bild hat sich geändert. Wir haben jetzt Ska als Hintergrundbild. Ist das nicht nice? Ist das nicht nice? Entschuldigung. Ja, ich bin nur dezent gehypt. Tut mir leid. Ich entschuldige mich bei allen, bei denen ich gleich ins Ohr kreischen werde. Iron hat es gestern live in der Farbe erlebt. Stimmt, ich muss mir noch so angucken, ob der Wasserfeld noch da ist. Bitte einmal wie gestern bei Iron. Das Schlimmste ist, ich muss ein bisschen aufpassen, weil mein Hund reagiert auf hohe Töne. Also wenn ich zu sehr quietsche, könnte es sein, dass, ja. Aber mittlerweile kann ich sie wenigstens auch im Stream mitholen, weil sie ist halt mega ruhig geworden. Deswegen mittlerweile kann ich sie auch mit hier unten lassen. Und da! Ich hab Öhrchen! Was ist zwischen diesen süßen Öhrchen? Ist da etwa Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff. So, es gibt ein neues Event. Sternvater Bösewichte. 33 Tage geht es. Ich habe gestern schon ein bisschen was... Ja, Handy? Achso. Hab gestern schon ein bisschen was gesammelt. Und da, da diese... Entschuldigung. da kam es. Diesen richtig geilen Spiegel aus Schneewittchen. Und den hier, den Begleiter. Ist der nicht knuffig? So. um auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Hier gibt es dann halt auch noch so ein paar Sachen. So ein Süßigkeitentopf. Ein Seelenbrunnen, den will ich unbedingt haben. Fragt mich nicht, was ich damit machen will. Ich habe keine Ahnung. Ein Sarg, ein Fenster. Da war noch eine Maske. Ein Outfit. Den Baum. Tatsächlich ohne Spinnen. Das hier ist halt mega cool. Genauso wie das hier. Und das hier. Und am geilsten, ich will diese Flügel. I need it. I need it. Ich brauche diese Flügel. Ich brauche diese Flügel in meinem Leben. Und diese Hörner, ich brauche diese Hörner. Handy wäre Aufmerksamkeit. Sagen wir es so, meine bessere Hälfte wäre Aufmerksamkeit. Ja, mein Schatz ist ja in Düsseldorf. Und ich bin immer froh, wenn wir... Das Schlimmste ist, ich hab ihm gesagt, er soll mir schreiben, wenn er angekommen ist. Ich glaube, er hat mir absichtlich nicht geschrieben, weil ich erst um 6 Uhr eingeschlafen bin. Ich bin erst eingeschlafen, als er zur Arbeit gefahren... Also, nach Düsseldorf gefahren ist. Vorher bin ich nie eingeschlafen. Ich glaube, mein innerer Monk wollte dann noch so lange warten, bis Schatzi wach wird. Hat geklappt. So, aber auf jeden Fall, das brauchen wir alles. Wir haben nur 33 Tage Zeit. 33 Tage sind meiner Meinung nach viel zu wenig. Und warum hat sich das wieder zurückgesetzt? Ich habe gestern schon für... egal. So, auf jeden Fall. Ich habe gestern einiges vorgearbeitet. Wie man vielleicht auch da in der Liste sehen kann, es ist doch nicht alles... Fehlt doch einiges. Zum einen will ich heute mit euch den nächsten Raum dekorieren. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was für kriege. Um den gut dekorieren zu können. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, ich mache in jedem der Flure von den einzelnen Etagen so eine Eingangshalle. Das heißt, ich brauche mehr Statuen. Weil das hier sieht halt eigentlich mega cool aus. Klar, muss noch ein bisschen dekoriert werden. Ich hätte auch gern andere Wände. Aber da ich hier noch keine besseren Fenster habe, ich habe halt nur so düstere Fenster und das will ich jetzt nicht unbedingt. Und ich will mir heute... Also ich will das ungefähr so ein bisschen aufbauen wie so ein herrschaftliches Anwesen.
Sag ich jetzt mal so. Und hier möchte ich dann halt die Küche drin haben. Vielleicht eine von zweien. Weil man kann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 20 Etagen. Wir haben sieben. Eine zweite Küche wäre vielleicht bei der Größe des Hauses dann ganz, ganz angebracht. Ganz oben will ich auf jeden Fall die ganzen Lager haben. Also unser Lager geht immer weiter nach oben. Zwischenlager wird erst mit Etage 7 sein. So, um ein paar Tiere habe ich mich die Nacht schon gekümmert. Hallo Iron. Schuldig. Schuldig. Ja, die Raben kann man jetzt sammeln. Ich habe mittlerweile 207 Kleidungsstücke. Was sind die Tomaten? Stimmt. Oh. Die Tomaten fehlen. Ja, ich muss den Last Ketchup-Song noch reinbringen. Gut, dass du das sagst. Das habe ich gestern Abend nämlich nicht mehr gemacht. Neko Dragon, Hallöchen. Tomaten, was mit Tomaten? Lange Geschichte, Luna. Lange Geschichte. Eine wirklich lange Geschichte. Oh Gott. Ich bin todmüde. Ich bin heute echt einfach nur todmüde. Ich habe mich leider gestern nicht mehr groß um irgendwelche Pflanzen gekümmert, die ich ne, eingesät habe. Ich auch, wieso auch immer. Aber das Spiel will mich schon wieder verarschen. Jetzt sind es aber die Fische. Ich habe gestern 10 Fische gefangen. 0 von 30. Und ich hatte Internet. Also ich war verbunden. Ich war verbunden. Ich war verbunden. Die hat er mir wieder aberkannt. Mega gereizt. Wieso das denn? Wem sollen wir aufs Maul hauen? Ja, lol. Ey, das Spiel will mich gerade echt verarschen, ne? So stellenweise will es mich gerade echt verkohlen. Finde ich nicht nett. Also gar nicht nett. Ex meiner Freundin. Das kriegen wir hin. Aaron, mach den Wagenstart klar. Luna, hol die Gerätschaften. Wir werden niemandem aufs Maul hauen. Was? Und was ist denn genau los, wenn du das erzählen möchtest? Musst du aber natürlich nicht. Kannst es aber gern berichten. Jo. Wenn du nur Motorgeräusche hörst. Sehr gut. Dann startklar, hoffe ich. So. Oh, noch mehr Dreamlight. So, Anzeige ist bald raus. Denke, das sagt alles. Ja. Man kann es sich zumindest denken. Huch. Das war übrigens heute der spontanste Stream der Welt, ne? Ich habe ihn nicht groß fertig gemacht oder sonstiges. Ja, doch, ich habe einmal was ins Gesicht geklatscht. Oh, ich bin einfach nur müde. Also wenn ich heute ein bisschen euch was vorgehe, es tut mir leid. Ich bin wirklich sehr müde. Oh. Es war. Ich würde ja gerne sagen, es war eine harte Nacht, aber es war keine Nacht mehr, als ich ins Bett ging. Tag auch nicht so aktiv. Musste mich um jemanden kümmern. Alles gut. Alles gut. Ist kein Ding. Privatleben geht sowieso immer vor. War auf jeden Fall ein lustiger Abend. Oh ja. So. Ich muss unbedingt zu Dagobert. Wer hätte es gedacht? Oh
mein Gott, ich hatte gerade schon was gesehen. Oh. Möbelbeutel. Apropos, wir haben übrigens einen kleinen Gast im Stream. Wartet. Wartet, wartet, ich gehe mal kurz rüber. Wir haben einen kleinen Gast im Stream. Mein Wauziwurf ist da. Wauziwurf wollt mit dem Keller. Eine Seltenheit. Eine Seltenheit, dass ich so bewegen kann, dass er in den Keller geht. Jetzt liegt sie allerdings da. Ich glaube, die rührt sich auch nicht mehr, bis ich aufstehe. Oh. Das ist ein typischer Hundeblick. Ja. Dann hätte ich auf jeden Fall im Mord gedacht. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Aber fühle ich. Wenn ich so an meinen Ex-Freund von ganz damals denke, ja, fühle ich. Da hatte ich auch Mordgedanken. Ganz, ganz viele. So, ich muss mir angewöhnen, wieder alles mitzunehmen. Ich bin in die Finger gekommen, wie ich mit dem eine Runde schick's. Oh je. Dann hoffen wir mal für ihn, dass er dir nicht über den Weg läuft. Wobei, wenn er es verdient hat. Alter, warum sind hier so viele Blumen? Leute. In 16 Nachtdornen. Da, ich sehe schon was. Es gibt wieder Kleider. Oh mein Gott, das gibt das jetzt in Rot. Need it. Ich brauch's. Oh mein Gott, was ist das? Einen schönen Tag noch. Offiziersjacke. Wir sehen nichts. Ist vielleicht auch besser so, dass ihr nichts seht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich kaufe sie mir trotzdem, auch wenn ich sie hässlich finde. Ich habe den Herrn schon leer. Ein Schurke und seine Reichtümer werden bald getrennt. Okay. Die ist ganz cool. Oh mein Gott. Was ist das für eine Schleife? Naja. I need it. Oh mein Gott, rote Schuhe. Endlich. Alles klar. Ich guck's mir nachher an. Wenn es okay ist. Ich bin hier gerade ein bisschen sehr unpassend. Matrosenmützen. Aber ich brauch's halt trotzdem. Und das hier habe ich, glaube ich, schon. Oder ist das schon wieder eine andere? Ist das eine andere? Ich glaube, es ist einfach nur eine andere Farbe. Ja, das ist braun. Okay. Alles gut. Auch im Detail schreiben, wenn es dir besser ist. Nee, alles gut. Am Handy bin ich ja sowieso. Also mir ist das egal, wo. Einmal schreiben reicht. Bin bei beiden aktiv. Ja, das Kleidchen nehmen wir mit. Sei gegrüßt, Nachbar. Dass ich da 17.000 für ausgebe, verstehe ich jetzt zwar nicht ganz. Einen schönen Tag noch. Hey. Das hier brauche ich. Sei gegrüßt, Nachbar. Grundlegendes Geschirr. Ich kann nicht, wieso ich gerade so extrem akku bin. Ein kleines Stückchen würde. Auch wenn ich es nicht gelesen habe, du wirst einen Grund dafür haben und ich verstehe dich, glaube ich, auch so. Ich fühle es trotzdem. Auch wenn ich noch nicht weiß, worum es geht. Bei Ex-Freunden fühle ich das sowieso immer. Das habe ich schon. Das brauche ich nicht.
Oh, das ist ganz cool. Neuer Teppich. Oh mein Gott, Fenster. Sei gegrüßt, Nachbar. Gerade Fenster brauche ich. So, hier ist wieder alles leer gekauft. Außer die Lampe, aber die habe ich schon zweimal. Was mache ich denn nun mit meinem Geld? Was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Das Valley wird zu einem ganz besonderen Ort. Also Hauptaugenmerk liegt heute auf jeden Fall auf diesen Aufgaben. So, und ich kann einige Aufgaben abarbeiten. Alter, 260 Kleidungsstücke habe ich jetzt. Ganze 260. Noch Fragen? Ich glaube, ich habe ein Problem. Ganz großes. Kann keine Button mehr machen. Oh no, wieso denn? Sie macht momentan einen 48-Stunden-Stream. Wollte eigentlich essen gehen. Die ist wurde keiner eingepennt. Oh. Aber 48 Stunden sind heftig. Das würde zum Beispiel ich überhaupt nicht schaffen. 48 Stunden sind. Bin mit 24 Stunden überfordert. Man sieht mittlerweile das höchste Gefühl, was ich noch schaffe. Wenn überhaupt. So, wo ist Merlin? Ich müsste einmal mit ihm quatschen. Servus. Ab 20 Uhr läuft dann SMR. Okay. Du bist hier. Schön. Warum nicht, ne? Nee. War eine Diskussion. Event. Yes. So, ich sammle aber heute erstmal über den Tag. Haben mein Metallplättchen verbraten. Muss also neue Dinger bestellen. Oh no. Und die Button für meinen besten Freund habe ich noch fertig bekommen. Will jetzt aber noch mal eine Stunde aufs Sofa werfen. Kopf auf und will ja nachher mein Essen genießen. Das stimmt, das stimmt. Dann mach das ruhig aus. Und wie gesagt, nachher Bilder bitte vom Essen schicken. Sehr wichtig. Gut. Also, Aufgaben. Da wollte ich eigentlich als erstes hin. Da ist übrigens die Aufgabe für Ska. Mache ich noch nicht. Ich will erstmal ein bisschen hier abarbeiten. Ich will mich ein bisschen gedulden mit Ska. Ich will das auskosten. Wir können uns jetzt erstmal um Elsa kümmern. Denn ich habe mittlerweile fast alle Aufträge so fertig. Also so, dass man sie weitermachen kann. Der Bug von Wally ist behoben worden. Das heißt, ich konnte endlich die Glühbirne nehmen. Bin ich mega happy. Elsa? Achso. Du bist in deinem Zuhause. Kann ich einmal nochmal kurz Eisenerz hier abschmürgeln. Es ist eigentlich auch ein Wunder, dass ich mich überhaupt aufgerafft habe zu streamen. Aber ich wollte unbedingt mit euch das Update spielen. Ich weiß zwar nicht, ob wir heute noch FF schaffen. Aber Disney war mir eine Herzensangelegenheit. Das wollte ich unbedingt noch mit euch machen.
Weil den heutigen Abend möchte ich ja so ein bisschen für mich haben. Und dann auch noch ein paar Kisten packen, weil Samstag geht es ja wieder zum Haus. Machen wir dann wieder alles fertig oder weiter. Und ja. Oh, sie ist eingeschlafen. Bautzi ist eingeschlafen. Die Süße. So. Ich weiß gar nicht, oben war, glaube ich, eine Kochstelle, ne? Ich meine zumindest. Oder? Nee, hier war. Nee, das war in. In einer anderen Ebene. Oh, oh, oh. Das Schlimmste ist eigentlich nur, ich habe so einen Frosch im Hals. Das ist richtig ätzend. Ich kann auch einfach. Mal. Ich hab doch hier ein Herd. Stell ich einfach mein Herd in den Wald. Fischauflauf. Warte mal. Was war's? Fischauflauf nach Arendelart. Okay, wie auch immer der geht. Okay. Hier steht tatsächlich einfach nur ganz normaler Fischauflauf. Das ist eingelegter Hering. Nach Arendelart. Weizenbutter. Warte mal, ich guck's lieber einmal kurz nach. Nicht, dass ich was falsch mache. Und ich das Ding wieder sammeln muss. Okay. Muss ich einmal kurz hier rüber? Muss ich einmal gucken. Okay, Löwenzahnsirup ist da. Also, wir brauchen Glitzerhering. Löwenzahnsirup. Weizen und Butter. Und da haben wir's. Und jetzt den eingelegten Hering. Haben wir natürlich auch. Haben wir alles für. Oh, Wort, sie ist wieder wach. Oh. Warte. So, bringe Ella die Gerichte. Sie müsste bestimmt noch in ihrer Höhle sein. Ja. Hallo, Elsa. Hallo, mein Freund.
Vielen Dank. Die Gerichte sehen wunderbar aus. Mal sehen, wie sie schmecken. Das war köstlich. Die Gerichte erinnern mich sowohl an Arende als auch an die Freundschaft, die ich hier gefunden habe. Dieses Geräusch, das mich gerufen hat. Ich höre es wieder und mehr Erinnerungen kommen zu mir zurück. Bevor ich in den verzauberten Wald zurückkehrte, half ich dir etwas zu vergraben. Eine Truhe in der Nähe der Eishöhle. Aber ich kann mich nicht erinnern, was darin ist. Ich denke, wir sollten sie holen gehen. Okay. Dann graben wir mal. Ah, hier. Oh, jetzt erinnere ich mich. Du wolltest eine Schatzsuche veranstalten. Wir haben alle etwas Besonderes aus unserer Vergangenheit im Dorf versteckt. Anscheinend war dies, wofür ich mich entschieden habe, es zu verstecken. Meine Güte, dieser eingelegte Hering nach Arendelle-Erd muss inzwischen sehr stark sein. Hier, du sollst ein Glas haben. Immerhin hast du mir geholfen, die Truhe wiederzufinden. Danke. Ich hoffe, es schmeckt dir. Oh, und bevor du gehst, ich habe über das neue lila farbene Wappen nachgedacht. Sieht fast genauso aus wie das, das wir zuvor gefunden haben. Bin sicher, dass es in ein weiteres dieser Löcher in der Wand der Eishöhle passt. Achso, und ich kann vorher nochmal abbauen. Denn das andere wollen wir ja auch kriegen. Hier den eingelegten Hering. Mittlerweile wird der Bildschirm auch immer dunkel, wenn man keine Energie mehr hat. Nicht dezent nervig, aber passt. Vielen Dank für deine Hilfe. Es ist schön, hier ein kleines Stück Arendelle zu haben und mich an meine Vergangenheit im Dorf zu erinnern. Wir können gerne eingelegte Heringe nach Arendelle-Art miteinander teilen, wenn immer du möchtest. Ich freue mich darauf, mehr vom Dorf zu erkunden. Natürlich auch das Rätsel der Grotte zu lösen. Es fehlen noch zwei Wappen, aber ich bin sicher, dass wir sie gemeinsam finden können. Stufe 6. Umfreischalten. Aber ich hab's ja eigentlich. Ich hab sie ja schon auf. Ich hab sie auf 10. Warum kann ich die. Gut, vielleicht muss ich bei einem anderen Charakter vorher weiterkommen. Das steht da jetzt heute nicht. Okay, hä? Einfach nach draußen gehen, okay. In der Höhle ist etwas passiert. Ich brauche deine Hilfe. Hast du etwas Zeit? Jupp. Ich habe versucht, mehr über das Geräusch herauszufinden. Das, was ich hörte, kommt von den Wappen, die wir gefunden haben. Aber dann berührte ich die Statue von Anna und Eis begann aus dem Boden zu wachsen. Eis, das ich nicht kontrollieren konnte. Also ging ich, bevor ich drin festsaß. Ich glaube, es ist eine Art Schutzzauber, das, was in der Höhle versteckt ist, zu schützen. Okay. Danke. Wenn du mir folgst, zeige ich es dir. Okay, also kommt er einfach nicht mit. Hä?
Es sind die großen Eisblöcke. Sie fühlen sich irgendwie anders an. Das Geräusch scheint jetzt von einem von ihnen zu kommen. Egal, was wir machen, ich kann es immer noch hören. Als ob es die Magie dieser Höhle ist und versucht, etwas zu beschützen. Es hält alles fern, was es nicht erkennt. Vielleicht müssen wir etwas anderes ausprobieren. Da ist irgendwo ein Hundehaar. Ekelhaft. Wir haben die Wärme des Sommers ausprobiert. Jetzt versuchen wir es mit der Kälte des Winters. Du magst Herausforderungen, oder? Was hast du im Sinn? Ich denke an einen weiteren Trank. Für den Anfang finde ich ein paar Blumen und du kannst deine Kräfte einsetzen, um sie einzufrieren. Das klingt nach einer guten Idee. Wenn wir bald wieder Gut, das wäre das nächste für Dingens. Minis Haus und Remis Haus. Was braucht ihr eigentlich heute? Zwiebelbällchen. Diamant. Weißes Springkraut. Käsekuchen. Die in einer Glockenblume. Stachelbeere. Okay. Ich hole erstmal die Sachen. Jetzt einmal zu Remis.